Entmutterknopf, die zweite. Ach Mann. Mensch, wie lange hatten wir dieses Problem nicht mehr, dass ich vergessen habe, meine Sachen zu entmuten? Wahrscheinlich zu lange. Und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, bei einer neuen Folge, oder besser gesagt bei der zweiten Folge von Digimon Story, Cyberschleutz Hackers Memory. Ja. Hat ein Dach. Gerade hat noch hinten meine, Moment, das Ding da, angefangen rumzuspinnen. Das heißt, ich muss gucken, wie ich ihm nachher im Anschluss gleich Musik spiele, weil irgendwie hatte ich gerade die Festplatten abgerauscht, aber ich hoffe mal, die rauschen sich wieder ein. Deswegen muss ich parallel das mal ein bisschen beobachten. Aber das soll nicht unser Problem für den jetzigen Moment sein, denn wir spielen weiter Hackers Memory. Denn beim letzten Mal hatten wir ja da ein wenig angefangen, in der Zeitachse des Spiels herumzuwürsteln und haben dabei zwei Miniaturformate von Mega-Digimon, wo wir dachten, Hossa, wie geil, und dann Hossa, wie süß. Und genau da, ja, machen wir weiter. Und ich guck mal, mein Kasten ist Schrott. Verdammt! Ja. Das heißt, ich darf nachher, was Musik angeht, ein wenig basteln. Oder ich warte eine Sekunde länger und erfreue mich darüber, dass mein Gerät doch wieder startet. Ach, Vogel, manchmal bist du doch so clever wie ein Stück Weißbrot. Unter einer Dampfwalze. Auf Eis. In der Nordsee. 20 Meter drunter. Und die Dampfwalze da fährt, das klären wir gleich im Chat. Deswegen würde ich sagen, ihr kriegt was auf die Ohren. Ich was aufs Bild, auf dem Bildschirm. Oder ihr kriegt beides und ich kriegt gleich eure Kommentare. Ja, da wo sie hingehören, in den Chat. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, doch. Oh. Weißbrot, Keks, Hefekloß. Ja, das war unser letzter Stand. Und ihr seht, Mini Galantmon und Mini Alphamon. Das war verwirrt, dass du keine Werbung im Talk hast. Wobei, Chris, danke für den Hinweis, ist mir gerade auch erst aufgefallen. Ich sag ja, verwirrter Vogel ist heute wieder am Start. Aber das passt ja, weil unser Charakter hat auch Angewohnheiten, ein wenig doof aus der Wäsche zu gucken. Man könnte sagen, er ist ich. Nur in jung. Und gut aussehend. Und schwarzhaarig. Und fesche Jacke. Mit fescher Brille. Und Red Digimon, die ich auch gerne hätte. Also, gut, die nicht, aber... Ja. Na gut. Auf jeden Fall verhauen wir jetzt erstmal ein paar Baby-Digimons, um Level zu farmen. Wobei, ich glaube, jetzt am Anfang ist Farmen noch eher das, was wir überhaupt nicht brauchen. Denn wir müssen ja ein verwirrtes Wormon finden. Da dachte ich ja, es brennt. Ach, Chris, wenn es darum geht, bei mir brennt es an vielen Baustellen. Aber nicht an der. Da kann ich dich beruhigen. Das war einfach nur klarer Fall von Vogelstream. Oh, ein Wormon in Gefahr. Aber halt! Wir brauchen erstmal das dann. Erstmal Medaillen sammeln, das ist doch das Wichtigste. Was? Wie? Ein Digimon greift ein anderes Digimon an? Ja, das nennt man Prügeln. Alles in der Nacht! Na los, geh hin und hilf! Hast du nicht auch Digimon? Ach, egal. Hä?
hat sie da gerade gemacht? Hä? Okay. Es hat uns geholfen und damit ist es gut. Linie des Drachenkönigs. Okay. Mama. Okay. Also wir haben gelernt, Zahnstocher des Drachenkönigs haut ganz schön rein. Oder Brotmesser des Drachenkönigs. Sucht's euch aus. Wobei, stimmt. Brotmesser des Drachenkönigs passt bei Alphamon besser, weil Galantmon hat ja die königlichen Zahnstocher. Stelle ich mir jetzt irgendwie gerade so lustig vor, wenn du so ein Ding als... ja, doch, eigentlich das wäre doch perfekt für Zahnarzt. Galantmon NX, kannst du mal kurz kommen? Ich brauche deine Königslanze. Ich hab da ein bisschen Zahnbelag. Mach mal bitte weg. Dann bocht er einmal davor und schon ist fertig. Zahnbelag weg. Perfekt. Also wenn es nicht als Kampf-Digimon funktioniert, sollten sie Zahnärzte werden. Gut, um Gott zu monnen, wir haben ihn da. Alles in Ordnung? Warum reagierst du denn so? Wir haben dich doch gerade gerettet. Wer seid ihr? Halt still. So, ich habe deine Wunden versorgt. Ich habe es so gemacht wie mein Bruder. Geht es dir jetzt besser? Ja, vielen Dank. Ihr seid gut, Hacker, nicht wahr? Ich bin Wormon. Freut mich, euch kennenzulernen. Wormon greifen sich auch gegenseitig an. Was? Alles meine Schuld. In den Naulu und ausgerutscht hingefallen. Dieses Digimon war da und es hat mich erschreckt. Da habe ich meinen Spezialmove, Netzfalle, benutzt. Ja, das ist dann wirklich deine Schuld. Ach, sowas passiert mir ständig. In meiner Heimatstadt wurde ich auch ständig von starken Digimon gejagt. Ich bin weggerannt und auf einmal war ich hier. Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen kann. Ich habe mich verlaufen. In der Heimatstadt? Von einem Digimon? Yep, meine Heimatstadt heißt Digitale Welt. Amko, mit dem Übersetzen habt ihr das manchmal aber auch, oder? Heimatstadt, ja, Heimatort oder so. Egal. Die digitale Welt? Ja, es ist eine andere Welt. Nicht diese. Dies ist doch die Menschenwelt, nicht wahr? Unsere Welt? Nee, dieses Eden. Ein virtueller Raum, der von Menschen erschaffen wurde. Das dachte ich mir. Ich weiß nichts Genaues, aber ich habe gehört, dass ein Ort, an dem sich die digitale Welt mit der Menschenwelt überschneidet. Ursprünglich waren die zwei Welten nicht miteinander verbunden, aber irgendwann trafen sie aufeinander. Ich habe diese Verbindung wohl genutzt, um herzukommen. Bist du sicher, dass du dir das nicht nur einbildest? Was? Wie kannst du so etwas sagen? Es ist unmöglich, dass es eine weitere Welt gibt. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich bilde mir nichts ein, die digitale Welt existiert wirklich. Meinst du? Ja gut, wir wissen es ja nach zwei Spielen. Ach komm, glauben wir ihn mal. Vielen Dank. Ich glaube, es wäre etwas vorschnell, eine so absurde Geschichte gleich zu glauben. Die digitale Welt gibt es wirklich. Ehrenwort! Alle
Digimon in diesem virtuellen Raum kommen aus der digitalen Welt, genau wie ich. Ja, es stimmt schon, dass niemand weiß, wer die Digimon erschaffen hat. Akiyoshi Honko. Das Programm ist in sich zu perfekt, um sich einfach spontan entwickelt zu haben. Akiyoshi Honko. Nichtsdestotrotz. Glaub's mir also nicht, was? Na schön, ich geb auf. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Aber auch nicht das Gegenteil gesagt. Vertagen wir die Diskussion. Wir haben nicht genug Informationen, um es zu überprüfen. Aber ich freue mich trotzdem, das zu hören. Du bist ziemlich nett, nicht wahr? Nein, das bin ich nicht. Aber was soll ich jetzt tun? Ich will zurück in die digitale Welt, aber ich weiß nicht wie. Das wissen wir auch nicht. Aber was möchtest du jetzt unternehmen? Ich? Nun ja, ich... Jetzt muss ich sagen, erwarte von mir keine Hilfe. Digimon sind mir egal. Möchtest du mein Freund sein? So in etwa. Oh ja, noch. Okay. Jetzt fehlt nur noch. Okay, Hundeaugen, jetzt fehlt bloß noch ein Tränchen im Auge. Bingo! Ich könnte echt Bingo spielen. Willst du mit mir kommen? Mit mir mitkommen? Wie? Du kannst allein bist. Kannst du mich begleiten? Bis du weißt, wie du nach Hause kommst. Wow, echt jetzt? Vielen Dank, ich war ja so einsam. Hip, hip, hurra! Ich konnte nicht Nein sagen. Was schaust du denn so? Was sollte ich denn tun? Ich konnte ihn doch nicht alleine lassen. Es ist so fröhlich und redet viel für ein Digimon. Und er ist tollpatschig. Das wäre ein seltsamer Kerl. Nichtsdestotrotz hat er etwas Interessantes an sich. Ja, ist ein Käfer. Danke, dass du ihn gerettet hast. Und, tut mir leid wegen der Sache mit Memeten. Na, spannend drüber. Aber, wenn du wieder ohne zu klopfen in mein Zimmer kommst, passiert es. Was? Passiert es wieder? Evomon, komm schon. Geht klar. Ja. Damit haben wir ein Wormon für Erika gefunden. Verstehe. Wir untersuchen das mit dem Monster, das Shiga angegriffen hat. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Denn Digimon sah es für uns nicht aus. So etwas haben wir noch nie gesehen. Von anderen Hackern haben wir Ähnliches gehört. Wir sammeln jetzt gerade Informationen. Hey. Sollten wir Shiga wirklich alleine lassen? Vielleicht hat er ein Account-Problem vorgetäuscht, um sich davon zu machen. So einem kleinen Fisch sollten wir nicht weiter unsere Zeit verschwenden. Was soll denn das heißen? Da hat jemand hinter den Kulissen Shiga und andere unabhängige Hacker benutzt, um Konten zu sammeln. Wenn wir uns denjenigen nicht vorknöpfen, könnten wir dem massenhaften Kontenraub nicht stoppen. Als nächstes spüren wir also den Drahtzieher auf, ja? Du hast offenbar verstanden. Ich überlasse das dir. Es ist mir egal, wie du es genau anstellst.
Aber lass ihn bloß nicht ungeschoren davonkommen. Er sich mit Sechsen anlegt, bezahlt dafür. Und zwar so richtig. Oh, die macht einem Angst. Sieh mal einen an, da ist ja eine ganze Bande da. Ach, guck mal, den kennen wir doch. Du? Wen haben wir denn da? Arata vom längst überflüssigen Team? Gamma? Du bist doch fein. Der vertretende Anführerin von Sechsten. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe eine Menge Gerüchte gehört. Lange ist es her, nicht wahr? Ganz schön dreist von dir, hier aufzukreuzen. Aufzukreuzen. Sanada? Hey. Ui. Lass gut sein. Du dich nach so langer Zeit entschuldigen? Ach, die Masche schon wieder. Krieg dich doch mal ein. Passiert ist passiert. Was hast du da gesagt? Lass doch einfach mal stecken. Faye ist auch hier. Denk mal dran, wo du hier bist. Nur zu. Krallen dir von mir aus. Da fällt mir ein. Ihr wart doch beide bei Gamma, oder? Auch wenn das Team sich aufgelöst hat. Solltet ihr zwei Freunde doch mal plaudern. Ich störe euch auch nicht. Lasst euch nur Zeit. Andere Angelegenheit überlasse ich euch. Hier wird es zu viel zu tun geben. Sachsen. Ihr seid jetzt wohl alle dicke Freunde, hä? Also, was ist mit den Hackern von Eden los? Typen verhalten sich in letzter Zeit komisch. Mehr und mehr drehen durch. Sechsen behauptet, den Frieden zu bewahren. Aber davon sehe ich nichts. War es damals nicht? So war es damals nicht. Wir waren freier. Oder etwa nicht, Ryui? Schnauze! Tu nicht so, als würdest du alles wissen. Mir geht es nicht um dich. Du hast dich ja schließlich aus dem Staub gemacht. Ryui! Okay. Das heißt, da ist definitiv was im Busch. Schauen wir doch mal, was rausfinden können. Aus dem Staub gemacht, wie? Ja. Das kann ich nicht abstreiten. Warte, Ryui. So war es doch nicht wirklich. Er hatte doch auch Probleme, weißt du? Tut mir leid. Passiert ist passiert. Ja? Mach vor Erika bloß nicht so ein Gesicht, ja? Vor Hagi-san, dem Newbie, auch nicht. Wir sind jetzt schließlich Hoodies. Hundis! Du hast ja recht. Gehe zurück, sobald ich meine Gedanken ein bisschen gesammelt habe. Recht so. Ich gehe jetzt gleich. Ich bin's. Roger, schick mir die Infos. Ich glaube, das mit dem Erzählen lasse ich, vorlesen lasse ich euch doch mal am besten. Ansonsten habe ich keine Moderationsstimme mehr. Und noch eine Seite. Kapitel 3. Dämonentöter Sechsens. Bitte. あそこの部屋ってなんで立ち入り禁止なんだ?お前知らないのか?おいえ。 Kultisten, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt auf so eine lustige Story rausspinnen können. あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が起こる。赤字の手振るうとして有名なんだぞ。俺の知り合いの友達のいとこの担任が請け負ってるクラスメートも、あそこに入ろうとして様々な不幸に見舞われたらしい。
geiler Satz. Schüler von der Cousine eines Bekannten meines Freundes sind da rein und haben etwas Schreckliches erlebt, habe ich gehört. Und ich bin deines Vaters Bruders Zimmergenosse. Das ist gut. Herzlich willkommen, Lone Star. Warum? Was? Ach, sie nimmt ihn auseinander. Ja, natürlich, das hat man doch früher auch mit Insekten gemacht. Einmal auseinandergenommen und mal geguckt, aus was sie bestehen. Hashtag läuft. Wohl, vielleicht sollte ich es probieren. Peinlich, wenn du in mein Inneres guckst und kitzelst. Wenn du in mein Inneres guckst. Will ich mir das vorstellen? Wollen wir uns das vorstellen? Ich glaube nicht. Biep, boop, biep. Okay, das ist aber zumindest konsequent. Oh, naiv ist unser Kleiner auch noch. Oh je. Also Erika hat mit Aufzug definitiv keine Ahnung, aber Wormon findet es irgendwie lustig. Na ja, gut, nehmen wir es mal so hin. Nein, sie möchte sich einfach nur erleichtern. Aber bleib in deinem Glauben, alles gut. Übrigens, auf deiner Stirn ist was geschrieben. Hast du da einen Fleck? Ah ne, es ist ein Wort. Das heißt naiv. So, erstmal Funzel an. Hörst du dann auf, mich so zu zitieren? Analysieren. Und ich werde es mir überlegen. Wer könnte das sein? Okay. Was ist mit Jay passiert? Und Zed und L und den anderen MIBs? Nase steht du kaufst, Sigai?
私はクーロンの世事には詳しくない。このそれにフーディーはハッカーの間ではそれなりに有名だ。何しろ君のために忠告しよう。彼らのあまり信用しない方。 Ich merke schon, hier wird gerade Missgunst und Neid, Misstrauen geschürt. Mal schauen. So sehen wir den Hacker. Was ich noch nicht sagen kann, ist der Kennmeld. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich vermute mal, erste Theorie. Ich vermute mal, der Typ will den gerne einfach mal als Meisterhacker zu irgendeiner Schandtat missbrauchen. Oh ja, der hat ja ganz schön was da auf dem Kasten. Sagt mir aber nichts. Gute Erinnerung 1. Die gucken wir uns gleich mal an. Aus wie ein Hut, aber okay. Okay. Oder auch nicht. Schauen. Ja, doch. Ah, doch hier. Na, schauen wir uns doch mal die Erinnerung an. Erika. Wir haben die Teile der Neue, hat sie aus Nakato geholt. Das ist wirklich gut, ein zusätzliches Paar Hände zu haben. Leih mir nur kurz Mimitin, Thanos. Wir reparieren. Fertig. Kind. Okay, aber mit einer Sache hat Kay auf jeden Fall recht. Irgendwas verheimlichen sie. Das haben sie uns noch nicht gesagt und wollen sie uns wohl auch nicht sagen. Gerade mit der Anspielung auf Arata. Was war das? Nun ja.
Ich musste gerade mal gucken. Hallo Bamco. Liebes Team von Bandai Namco, falls ihr das seht, ganz dickes Bienchen für eure Übersetzung. Aber eine Frage hätte ich. Hättet ihr bei den neuen Spitznamen bzw. Charakternamen nicht ein wenig kreativer sein können? Ich meine, warum nennt ihr jemanden der Schnitzel? Ich meine, Inkognitomon ist ja okay, kann man ja noch gelten lassen. Aber warum wieder Schnitzel? Sind wir in Österreich oder was? Ah. Wenn ich das in dem Spiel noch einmal entdecken sollte, komme ich in eure Zentrale und dann serviere ich mal Wiener Schnitzel. Liebe Grüße, euer Vögelchen. Autsch. Aber okay, machen wir mal weiter. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich den Titel einfach mal eben in Wiener Schnitzel umbenenne. Einfach just because. Ich finde das irgendwie, das hat mich getriggert. Hm, doch, mache ich jetzt mal eben. Ah, nee, komm. Sonst haut mich nur der Chef. Ich meine, zu viel Anarchie am Tag ist nicht so toll. Samirai, auch Bock auf einen Schnitzel? Oder willst du lieber einen Gaffe? Mein Fall angenommen, ich wusste, dass du kommen würdest. Das ist unvermeidlich. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Damals, vor 2000 Jahren. In meiner Fantasie. Geil. Gerade ob sich jetzt schon mal die Werte wissen. Okay, auf 15 müssen wir eh kommen. Alles klar, dann hat sich das Thema auch erledigt. Und 11, die man mit dem Platz im... Ja! Ach komm, shit happens. Eine Sache hat sie ja recht, wir haben noch Platz im Inventar. Deswegen können wir nämlich auch mal mitnehmen. Ohne dass ich Gotsumon da irgendwie irgendwas irgendwo machen. Ja, so machen wir es.
Auf nach Eden. Underknow Loon. Das war falsch. Ja, bitte. Ach doch. Ah. Ja, dann passt's ja. Okay, da steht ja schon Gewehr bei Fuß. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich die Plätze hier... Ja... Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen aufarbeiten. So, Panne aus. Sorry, aber die Miniaturformen, die sind immer noch so total durch aus. Keine Ahnung. Es sieht aus, als hätte Gecko Moria einen Schatten in eine Spielfigur reingesteckt. Wer ist es nicht? Sie sehen aus wie irgendwelche Actionfiguren. Aus den 90ern. Und Megablocks. Tach, ich hab gehört, du bist böse. Willst ein paar auf die Nuss? Was wär zum Teufel bist du? Willst dich mit mir anlegen? Und die geben wir für ein bisschen. Was geht dich das an? Zwing mich doch, wenn du willst, dass ich aufhöre. Hat. Böse Digimon. Ein Bukamon und eine Klinge. Oh, Bukamon hat überlebt. Moment. Blitztjost? Schild der Ge... Hallo, Pamko. Ihr erinnert euch an Wiener Schnitzel? Königslanze, nicht Blitzjost. Einmal mit Profis, 2 Minuten nur. Ja, ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war. Ich werde den Digimon nie wieder etwas antun. Tut mir leid. Ich gehe jetzt in die Schule und werde Rechtsanwalt. Nö. Ich möchte mal behaupten, oh, erstmal super, dass sie endlich mal einen P-Tag eingeführt haben. Aber ich möchte mal behaupten, dass eigentlich die Sachen noch nicht freigeschaltet wurden. Bamko. Ah ja gut, ist der Fehler zu ihren Gunsten, einfach glücklich sein. Äh.
Für die Leute, die sich jetzt gerade wundern, warum ich gerade hier verzweifle. Bei Digimon Story Cyberschleuz 1 war es nämlich so, dass wir wirklich jede einzelne Hackerfähigkeit mühselig freischalten mussten und mit den jeweiligen Level der Digimon anpassen mussten. Das heißt, wenn du einmal ein Team verändert hast, dann war es nicht damit. Und jetzt plötzlich durch 2 Mega-Digimon und schon kriegst du den halben Schlund runter, wo ich mir halt denke, Balancing! Aber egal, das ist meine Meinung. Ich erinnere mich auch da wiederum an Digimon Story Cyberschleuz 1. Hat nämlich auch eine Liste mit 30 Hackern. Ich glaube, wir haben die nie fertig gemacht. Aber okay. Jetzt wissen wir auch, warum wir die Aufgabe damals bekommen haben. Weil Mirai hier schon mal gekürzt hat. Es hätte nur noch gefehlt, dass wir in Schleuz 1 eine Kettensäge haben, Benzin brauchen und wir sie dieses Benzin jetzt in Schleuz 2 finden. Ich glaube dann. Ja, dann. Wenn du die Digimon auf deiner Digifarm bittest zu ermitteln, finden sie für dich heraus, wo die anderen Hacker sind. Was? Okay. Hast ein paar seltsame Einheiten. Eigenheiten. Unterschätzen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass wir auch noch eine Verbindung zu Next Order bekommen. Weil da war Mirai nämlich auch gewesen. Die Kündchen. Ah, lecker Erkältungstee. Jetzt ein bisschen die Stimme zu ölen. Zunummern. Und worauf ich hinaus will, wissen ja alle. Ach komm. Hau mal einfach noch ein bisschen was in die Pfanne. Weil so lustig ist mit. Haben die wieder Gruppenspeicher eingefügt. Warum? Denn so lustig wie es ist, mit 2 OP-Digimon hier rumzulatschen, man kann es auch übertreiben. Und ich denke mal, wenn ich 3 halbwegs vernünftige Teammitglieder habe, werde ich dem Ganzen halt wirklich so ein bisschen eine gewisse Anpassung geben, dass wir wieder auf einem normalen Level sind, weil einen OP-Rush möchte ich nur ungern machen, weil. Okay. 500 Yen, Hackerpunkte, TEP-Kapseln, Chromo. Whatever. Das heißt, wir machen jetzt einmal das vermisste Mädchen. Zuru, niedliches Mädchen. Niedliches Mädel. Jo, mei, bist du ein hübsches Mädel. Okay. Mein Schatz ist in Naulun verschwunden.
Wo ist meine bessere Hälfte? Sucht sie doch jemand. 10.000 Yen! Okay. Oil Generation 3. Hallo, in Eden nenne ich mich Royal Generation 3. Ja, schön für dich. Bist du der Hänger, der meine Freundin finden wird? Danke, dass du meinen Fall annimmst. Plötzlich, als wir auf ein Date in Naunum waren. Der Witz ist, das ist ein Markenzeichen, dieser leere Blick. Als ich das erste Mal, Cover gesehen habe, dachte, und er so, geguckt hat, dachte ich so, was wird das für ein Charakter sein? Also ich habe ihn ehrlich gesagt so ein bisschen eingeschätzt wie, keine Ahnung, So eine Art Schau-Su. Hatte ich damals gedacht. Aber so ein bisschen Emotion hat er ja. Hat bloß eine kleine Pupillen. Ah ja, keine Ahnung. So. Meine Liebe, antworte mir, Rumi, Rumi. Ey, es gibt 10.000 Yen. Also. Kneter, Kneter. Heißt nicht umsonst Müllplaza. Immerhin waren alle Infos für die Tonne. Magical, danke! Namon? Bieb, opa, bieb. Herr mit Lung? Spielwörter kenne ich nicht. Eins. 2, 3. Bewusstsein sei vorbei. Gute Nacht. Das ist immer noch derselbe Basenaufbau wie im ersten Teil. That. Ich habe das Gefühl, Lunamon will nämlich nicht, dass wir gehen.
Lunamon, kleiner Tipp, geh auf Facebook. Da findest du schnell Freunde. Gott. Es gab, Moment, das muss ich überlegen. Es gab ein Advance-Spiel oder ein 3D, oder ein Nintendo DS-Spiel. Da gab es auch so dieses Sonne-Mond-Prinzip, was ich ja von dieses Pokémon-Fake-Kopie, ich mache zwei Editionen und tausche hin und her Prinzip. Und da gab es Lunamon, von daher habe ich es damals gesehen. Ich überlege gerade, das müsste ein DS-Titel, glaube ich, gewesen sein. Ich rate. Aber ansonsten, storytechnisch, in den ersten 5 auf jeden Fall nicht. Die letzten 2 habe ich nicht gesehen, da muss ich leider passen, sorry. Untätige Blase. Bedeutet also, Toilettengang noch nicht notwendig. Okay. Danke, Sternchen. Ich konnte es halt nur nicht zuordnen, wo genau, aber ich wusste, dass es eigentlich eher einen, aus dem Spiel kommt als aus dem Anime. Geht's just. Magischer Angriff. Okay. Danke, Megablock-Figur. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Teile, also die zwei, nie gespielt. Ah, genau. Beep-boppa-beep. Du hast mich zwar entführt und hier festgehalten und gefoltert, aber ich verzeihe dir. Wir sind jetzt Freunde. Wer nennt sich schon freiwillig Royal Generation 3? Das erstmal mit einem neuen Namen. Aber Herangehensweise ist gut. Und das empfehle ich auch jedem. In einer Beziehung zählen immer beide Partner. Beide Partner sollten auch immer gleichberechtigt behandelt werden. Ansonsten hält die Beziehung nicht. So. Und jetzt holen wir erstmal unsere hier. 10.000 Yen ab. Ja, mit der Kohle. Sind zwar nur 100 Euro, aber scheiß drauf. Kleinvieh macht auch Mist. Und nun noch suchen wir nach dieser scheiß Melodie.
Bist du der Handyman? Der Handyman. Bin gespannt, und was uns jetzt erwartet. Das weiß, gab ja bei. Also, wenn es jetzt mal zusammenhängt, dann würde jetzt quasi so ein Sonnendigimon erscheinen. Ich würde mir wünschen, dass man mal solche Sachen auch mal mehr interagieren kann. Schade. Das erkläre ich am besten gleich. Und zwar. Wir hatten vorher das Thema gehabt, dass wir schon ziemlich viele Sachen freigeschaltet haben, die eigentlich noch nicht hätten freigeschaltet werden können, dürfen sie irgendwie müssen. Die Tarnkappe. Eine der Punkte, die wir jetzt brauchen. Wiederherstellung. Na, das ist nämlich Wiederherstellung. Was damit dazu führt, dass wir Sachen wiederherstellen wie diesen Roboter. Herr Navid, vielen herzlichen Dank, dass du mir aus der misslichen Lage geholfen hast. Und dieser Ausdruck meiner Dankbarkeit. Ja, gibt wenigstens Punkte. Wie gesagt, also diese gesamten, was Monsterkämpfe angeht, sollten eigentlich noch nicht freigeschalten sein, weil. Die sind halt wirklich erst so fürs Mid- bis Late-Game gedacht. Aber naja, gut. Wie gesagt, wer sind wir, dass wir meckern tun? Lalala. Wie gesagt, das sind alles so Punkte, da wünsche ich mir einfach, dass ein bisschen mehr Detailliebe mit reinkommt. Ich meine halt, nicht, es muss nicht unbedingt wie so ein Tales of sein, aber kleines mögen. So, erstmal schön die Punkte abstauben. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr jetzt, sagen wir bei so ein Digimon-Spiel haben würdet? Was wäre für euch da so der die Quintessenz? Wie soll es bei euch sowas aussehen?
Legt ihr da wirklich auch so mehr Wert auf Detailtreue oder wollt ihr lieber sagen, wir machen eher sowas Kämpferisches? Oder sagt ihr, uns ist das egal, Hauptsache es ist ein Spiel, wo halt die Gamer drin sind? Holen wir den erstmal wieder ins Leben zurück. Hurra, hurra, endlich geht es mir wieder gut. Verdammte Hacker mit ihren Viren. Hier, nimm das als Dankeschön. Aber zumindest gibt's hier doch da. Okay. Lamon. Kilion? Nein! Gott sei Dank nicht. Wie gesagt, es ist eigentlich, wenn man mal ehrlich sein möchte, ja, es ist Jammern und Meckern auf hohem Niveau. Nein! Ich denke aber halt immer so, Bamco kann es ja eigentlich, wenn man ehrlich sein möchte. Bamco weiß ja, wie es funktioniert. Die können ja wirklich gute Spiele machen, gerade wenn sie jetzt um die One Piece Reihe sind. Dann denke ich immer so, ein klein bisschen mehr. Ich meine, bei Next Order haben sie ja auch ein relativ gutes Konzept hinbekommen. Auch wenn der ganze Training, Toilettenkram und so eher kacke war. Du meinst NO. Bei CS haben wir ja hier Cyberschleutz. Cyberschleutz hat eher Kaffee-Unglimpfungen produziert. Ja, aber wie gesagt, es sind beides gute Spiele, muss man ehrlich sagen. Es sind trotzdem irgendwo beides schöne Spiele. Auch wenn ich sagen muss, Next Order war gerade zum Ende hin sehr frustrierend, aber wer es gucken möchte, empfehle ich unsere VODs. Ansonsten, ja. Okay. Wie gesagt, jetzt hier Cyberschleutz finde ich, sie hätten ein bisschen mehr in die, genau. Eigentlich wäre es perfekte Spiel, Schleutz mit Next Order zu kombinieren, die No, genau, das dachte ich am Ende auch, weil da habe ich dann irgendwann gesagt, gut, wir haben alles gesehen, tschüss, Ende. Weil, du sonst jedes Mal 12 Trilliarden Jahre vortrainieren musst. Da finde ich, wie gesagt, prinzipiell würde sowas wie ein Tales of Berseria mit der Digimon-Logik wunderbar funktionieren. Oder man macht halt ein klassisches JRPG. A la Final Fantasy 6, 7, 8, 9.
6, lassen wir mal weg. 7, 8, 9 mit der Grafik von heute. Perfekt. Aber halt so dieses bisschen mehr rausholen. Einfach so dieses Verspielte. Ich finde immer, das ist so. Aber das ist so eine Sache, das fehlt bei vielen Spielen. Ich meine, ich habe es heute gesehen. Ich habe einen Hausmeister, also hier einen Hausmeister vom Haus, der spielt Tomb Raider, geholfen. Bei Tomb Raider, einen Bär zu töten. Und es sah aus. Sagen wir mal so, es hatte den Grafikstil von Far Cry. Wer Far Cry 4 kennt, weiß, was ich meine. Er hat am Hausmeister gespielt. Nein, ja, so. Hier nur wieder. Und ja, das sind so Sachen. Ich weiß nicht, es ist einfach nur. Ich habe mir einfach nur gedacht, warum? Wo ist diese Verspieltheit? Und gerade bei so einem Spiel wie Digimon, finde ich. Nein! Ich spiele nicht Tomb Raider. Nein! Eher spiele ich in einer 22-Uhr-Session wieder irgendein Horrorspiel. Aber nicht Tomb Raider. Nein! Okay, Adcore, wenn du mir meinen Umzug nach Wesel zahlst, spiele ich dir alle Tomb Raider-Teile in einem Stück durch. Nein, ich spiele kein Tomb Raider. Nein, 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 nein. Nix, nada, niente. Was? Erdramon ist ausgerissen, als wir es an der liefern wollten. Fang schnell, wir zahlen auch dafür. Gideon? Adcore? Nein. Ich erzähle euch die Summe nicht. Und ich mach's auch. Nein. Und ich, wie gesagt, also Tomb Raider. Es ist einfach. Nee, 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 Naja, meinst du, dass du das schaffen kannst? Ich denke, immer bin ich wählerisch. Ich bin ein Großhändler, ich sammle verschiedene Dinge und verkaufe sie auf den Markt. Darf ich den Großhändler gerade verhauen? Wäre mir lieber. Ilion, Adcore, ihr wisst ganz genau, zum einen, ich bitte nicht um Geld, zum anderen, ich bin ehrlich, wenn ich sage, ich mache Sachen ungern oder gar nicht, einfach weil es sonst so schief geht und es sieht kacke aus. Und drittens, adieu. Drittens, wir sind die Bagger-Crew. Wir sind hier, um damit ihr Spaß habt und nicht unseren Popo zu vergolden. Wenn ihr meint, Popo vergolden ist geil, dann geht woanders hin. Aber hier drehen wir den Spieß um. Hier sind wir diejenigen, die euren Abend versüßen. Echt mal. Ein einfältiger Idealist. Alles gut, Kilion. Und gerne drüber reden. Ich kann es auch mal gerne in einem First Look mal machen. Also so ist es nicht. Aber ich habe es halt, wie gesagt, ich habe es angespielt und ich habe nur gedacht, sieht aus wie 08/7. Wegen, also es ist etwas. Ich kann es machen, also ich kann First Look mal draus machen, ich kann mal reinspielen, ich kann es euch mal zeigen, wenn ihr wirklich wollt, aber
Ich empfinde es jetzt nicht unbedingt als ein Spiel, was steht da, das ist einfach. Ich persönlich habe die Klassiker. Mal kurz Matisse den Auftrag lesen. Bleib dabei, ich würde einen First Look machen oder wenn es halt mal passt, wirklich mal so ein ausgegraben. Na gut, eben, ich hab keine Bär. Vergessen. Hab ich nicht aufgepasst. Ich muss sagen, mich hat. Das ist der Witz an der Sache. Mich hat Tomb Raider nicht abgeholt. Achso, hier sehen wir übrigens mal, was ich jetzt vorhin meinte. Hochsicherheit zum Beispiel. Hätte noch nicht freigeschaltet werden dürfen. Also Chris, viel Spaß. Du hast gerade deine Seele verkauft. Bin ich jetzt doof? Hä? Ah, ich hab nicht aufgepasst. Scheibenkleister. Ramon. Ha? Okay. Wir kramen einmal alles durch. Es kann aber nicht wahr sein. Nö. Steht nicht drinne. Okay. Yes. Ihr macht mich wahnsinnig. Ihr macht mich wahnsinnig. Tomb Raider. Frage, hat jemand aufgepasst, in welchen Bereich ich genau hinlatschen muss? Moment. Natürlich. Scheibenkleister. In den richtigen. Okay. Weil ich glaube, wir müssten eigentlich. Warte mal, eigentlich müssten wir jetzt langsam auf Hacker-Niveau hacken können. Quasi Hackmeck veranstalten. Nee, noch kein Hackmeck. Schade. Oh. Ich freue mich schon darauf, wieder Punkte verteilen zu dürfen.
Nee. Ich habe mal ein bisschen runtergedreht. Aber, komisch. Ja gut, ich muss aber sagen, Schleutz allgemein ist etwas laut immer mit der Background-Musik. Weil das habe ich jetzt gerade auch gemerkt, dass ich sie relativ, obwohl ich glaube ich bei 5% noch bin, ansonsten ist mir die Vorhörung, also Vorhörung, ist mir der Abgriff zu laut. Und relativ gut verständlich gewesen, also, keine Ahnung. Wobei ich aber auch mein Mischpult ein bisschen angepasst habe, dass ich nicht allzu laut klinge, wenn ich spreche, weil ihr wisst ja, ich bin manchmal ein Krächzevieh. So, aber ihr war mal definitiv verkehrt. Ja. Hashtag passiert. Manchmal, aber nur manchmal. Ernsthaft, ich behalte meine Hex. Lol. Ich darf mein Speed-Hack behalten. Geil ist das denn? Schnaps. So, oder? Ah. Ja, wir haben den Platz gefunden. Wat? Moment. Moment! Moment! Das. Der Programm ein. Was? Ich meine, okay, Brett vom Kopf kenne ich, aber eine Wand? Warum? Hat die Wand jetzt gemacht? Was hat die Wand gemacht? It's impossible to understand. Abgeschossen. 80% abgeschossen. Was? Was?
going on? Ich habe mich doch vorhin über eine fehlende Originalität beschwert. Ich revidiere das ein bisschen. Okay, wir spielen also noch ein wenig 1989 und reißen noch ein paar Mauern ein. Auch gut. Moment, ist hier hinten noch, ne? Okay, es war nur eine Hackermauer. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich mit der Klopp auch wieder kloppen? Hier kannst du nicht durch. Mit dem Kopf durch die Wand. Ja, so fühle ich mich gerade. So ein bisschen... What? Also es war so wirklich das klassische Beispiel von... Hä? Ja. Dann würde ich sagen, einmal Gabi einladen. Und damit würde ich sagen, Gotsumon. Mach's gut. Bye bye. Ich muss sagen, irgendwie eigentlich fies. Gotsumon Hamaka hat es am Anfang gerettet. Aber ich dachte mir jetzt gerade so, passt so. Außerdem lebt Gotsumon in unserem Herzen weiter. So, und? Ich hätte jetzt gedacht, es kommt noch so ein Spruch mit der Mauer. Hätte ich gelacht. Naja, egal. Wir haben zumindest diese Hindernis erfolgreich überstanden. Und... Ich gebe mir mal eben nochmal ein Speedhack. Ach. Lup. Ui, neues Digimon. Wird vor Freude gleich mal der Grill ausgepackt. Mal gucken, wie hieß es denn? Keine Ahnung. Verteidiger-Patch? Ja, Patches, achso. Patches und so hebe ich diesmal aber auch ein wenig auf, um dass ich das Zeug nicht am Endeffekt tausendmal hin und her kaufen muss. Trottel, warum hast du mich repariert? Damit mich der nächste dämliche Mensch kaputt machen kann? Nimm das hier und geh weg! Hackers Memory 2. Danke. Okay. Ja.
Und tschüss. Okay. Naja, lohnt sich sogar fast ein bisschen sogar zu trainieren. Da würde ich mal sagen. Ach Mist. Hätte ja schön sein können. Ich hoffe jetzt nur, dass wir Erdramon nicht zurückbringen müssen, weil es wäre echt mies. Weil so wie es klingt, geht es dem Arm wirklich nicht gut und das... Ich glaube, Knecht und Gefangenschaft, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Tolles Fleisch! Nom 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 nom. Bitte nicht kämpfen. Bitte. Ich möchte nicht kämpfen. Wer bist du? Komm nicht näher. Beepop. Du wirst mir nicht wehtun. Lügner, ich vertraue niemanden. Du wirst mich in den winzigen Käfig einsperren. Dieser Mann hat viele Erdramon gefangen. Und uns alle in einen winzigen Käfig eingesperrt. Egal wie oft wir bat uns rauszulassen, er hat es einfach ignoriert. Für ihn sind wir nichts weiter als Programme. Ich gehe da nie wieder zurück. Er hat nicht angehört, mich zu dem Rückbringen, nicht wahr? Dann. Heißt das du oder ich? Ich hab gerade ein schlechtes Gewissen, ihn zu besiegen. Ja, was soll man halt leider machen? Ich meine, am Endeffekt, er hat ja wirklich nichts Böses getan. Er hat einfach nur gesagt, er hat die Faxen dicke versklavt zu sein. Und das sollte man auch respektieren. Naja, vielleicht hauen wir ihn auch nur K.O. Nein, ich kann nicht zurück in diesen Käfig, bitte. Piep, opa, piep. Was? Ein Hacker wird mich kaufen? Und dann werde ich nie wieder eingesperrt. Wenn das so ist, könnte ich vielleicht zurück. Ich dachte, ich müsste für immer diesen Käfig bleiben. Aber die anderen sind doch eingesperrt. Nur ich konnte fliehen. Ich habe mir solche Sorgen um sie gemacht. Ich kann mich nicht überwinden, zu jemandem zurückzukehren, der Dick immer so schlecht behandelt. Piep, opa, piep. Meinst du, er versteht es, wenn ich es ihm erkläre? Unmöglich. Er hört auf nichts, was ich sage. Du willst helfen. Nun ja, du hast mir ja bisher zugehört. Vielleicht hör dazu, wenn du mich begleitest. Also gut, ich habe mich entschlossen, ich probiere es aus. Zweifelsfall verteilen wir einfach ein paar Schellen. Ah, du hast es gefunden. Danke. Du schon wieder. Willst du dich wieder mit mir anlegen? Du bist also hier, um dieses Problem zu regeln. Du hast deine Ware zurückgebracht?
Was? Du willst, dass ich mir anhöre, was das Erdraumer zu sagen hat, bevor du es hergibst? Was soll das? Ich bin weggelaufen, weil der Käfig zu klein und zu eng ist. Gib uns mehr Platz. Was? Ihr seid doch nur Programme. Warum sollte euch sowas wichtig sein? Wir sind nicht bloß Programme, wir sind lebendige Wesen. Es ist schrecklich, in so einem winzigen Käfig eingesperrt zu sein. Du weißt, wie groß unsere Flügel sind. Wir brauchen Platz, um herumzufliegen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich musste weg. Wenn du ein Programm bist, sagst du, dass du uns unangenehm findest? Ja, genau das sage ich. Eigentlich wäre die bessere Möglichkeit gewesen, das Digimon freizulassen. Oder alle Digimon. Matt? Matt? Wollt ihr mich jetzt verkokeln? Yeah, ich bin's, Amateur-Hacker. Nein! Im Moment habe ich alle Fälle abgeschlossen. Jetzt kann ich machen, was ich will. Ich frage mich, was Erika so macht. Ich werde mal wieder vorbeischauen. Nein! Haben die gerade echt Digimon-Markt gesagt? Das will ich jetzt mal anschauen. Bad. Warum? Nein. Nein. Weil nein. Moment. Ah. Schade. Moment, ich muss mal gucken, ob das... Ich gehe mal in Nagoya einkaufen. Bad. Ach so. Ach, das sind die Zusätze. Ah. Moment, ich gehe jetzt erstmal. Ich gucke mal, ob ich Klamotten einkaufen kann. Ach, und im Kino kommt wieder nichts Gescheites. Ich glaube, ich weiß, warum sich der Ton so ein bisschen verändert hat. Weil es mich ein bisschen wundert, warum seit neuesten Tatsache. Okay.
Ich habe draus gelernt. Ich weiß, woran es lag. Ich glaube, jetzt kann ich auch plötzlich aus Versehen aktiv den Ton beeinflussen. Was zwar für mich neu ist, aber eigentlich nicht. Ich habe einen Bug gefixt. Und doch irgendwie nicht. Normalerweise kann ich über die Lautstärkeregelung nicht aktiv den Stream-Sound beeinflussen. Jetzt plötzlich schon. Sollte zwar eigentlich nicht so sein, aber umgekehrt irgendwie schon. Oh, ich glaube, ich hole mir nachher Hühnerkeulen. Ich habe Hunger. Schlimm ist, ich habe Hunger auf Huhn. So, na, gehst du wieder, danke. So, dann gehen wir mal nächste Stockwerk. Und hoffen mal, dass wir hier einen Laden zum... Nein. Alter, riesen Einkaufszentrum, aber kein Klamottenladen. Wollt ihr mich verkaufen? Ich hab Hunger auf... Oh, Takoyaki. Ich will Takoyaki essen. Ich will Takoyaki essen. Ach stimmt, kommt einer von euch vielleicht aus NRW? Weiß einer von euch, ob es irgendwo einen guten Japaner im Bereich Ruhrpott gibt? Am liebsten Takoyaki. Oh, ich hab Hunger drauf. Nö, Klamotten kann ich nicht kaufen. Schade. Schade, schade. Schade, Moment. Ist sie eigentlich auch wieder da? Nein, Katze hat Auslauf. Okay, schade. Schade, schade, schade. Also gehen wir doch lieber wieder zurück in unseren Coffeeshop. Und reden mal mit Erika. Ist dran vorbeigelatscht. Hier. Den Laden sollen wir mal sehen. Na dann, klopfen wir mal bei Erika. Brauchst du etwas? Jetzt bin ich mal gespannt, was Hundi bedeutet. Ich google mal eben. Sache ist, das Wort für Schmetterling. Bamko hat mal richtig übersetzt. Bienchen. Küstensteinchen Kalender. Hundi bedeutet Hack und Nudeln des Internets. Ich möchte aber Takoyaki.
Mir egal, ich hab Hunger auf Takoyakis. Die schmecken so scheiße gut. Okay, ich bin etwas erstrahlend. Oh, Takoyaki. Erika, ich hab kein Papier. Wir haben einen neuen Fall erhalten. Was, Erika, was ist das denn? Ich bin Wormann. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ihn gefunden. Es fehlt jetzt gerade nur noch mal einmal die Tränen, bitte. Ist der Kleine zu Hause? Ist der Kleine zu Hause? Wobei, ich weiß, wie man es am besten machen kann. Takoyaki. Wenn du es auf Östdeutsch ansprichst, da hast du dein D da drin. シガの出島を調べた時に端末情報を盗んでおいた。シガと元締めとの通信記録は暗号化されていて、詳細やつの名はメフィストさんだ。メフィスト。 Oje. メフィストさんとの接触方法を探る。千歳とエリカは奴に関する情報を漁ってて。千歳はこっち。エリカはネットでだ。アイアイさん。俺とお前はログインして、奴とつながりがありそうなハッカーチームを直接当たる。お前はうちの新しい鉄砲玉だ。奴の居所をつかんだら、その気を引き締めておけ。 Yay, wir sind die Prügelknaben. Oder die Fahr. Das ist zwar gar nicht cool, aber egal. メフィストさんとつながりのありそうなハッカーチーム、エデンフォーラムを根城にしているブラックシルバーとクーロンにたむろしている中野ストライプ、どちらから当たっても構わない。現場で情報を集めるぞ。 Geh mir erstmal nach Eden. Ich glaube, das ist fast am einfachsten. Beziehungsweise am... Ja gut, am einfachsten, aber am unbekanntesten auch noch. Schnarch. Bad. Hackerfuch. Ach, guck einer, Schü. Hier war doch dieses Einkaufsding für Digimons. Und eine Kiste zum Öffnen. Danke. Bad. Ernsthaft? Eigentlich tut es mir fast leid, ihn zu verhauen, aber naja gut. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Okay, dann hätten wir das Thema auch erledigt. Vielleicht spricht er jetzt mit uns. Nö, schade.
Warum müssen wir eigentlich immer nur die alten Babsäcke fragen? Okay. Gut, dann gehen wir halt hier nicht weiter. An der Naulun-Ebene 2. Dann gehen wir mal dahin. Ach, wie süß. Also, einmal plattgewalzter Fellbeutel. Kommt sofort. Ja, bitte. Gabumon Level 9. Und? Bist du jetzt redseliger? Nö. Schade. Na gut. Zu sagen. Ach Gott, wie süß. Rams. Und nochmal Röms. So, zweimal Kätzchen, zweimal Feldballkatze zerlegt. Na, zumindest ist es ein relativ gutes Training. Aus dem einfachen Grund, dann kriege ich schnell einen Champion-Digimon. Wobei ich befürchte, dass wir das nicht mitnehmen können. Bad. Oh je. Das heißt, die wollen jetzt hier wirklich alle kämpfen. Na gut. Wenn ihr unbedingt ein paar auf die Glocke haben wollt, gibt's ein paar Maulschellen kostenlos. So. Oh, sind wir etwas stärker. Das finde ich doch mal schön. So, und damit hätten wir die dann auch mal schön geplättet. Und weiter geht's in die nächste Ebene. Oder auch nicht.
Okay, das kürzt einiges sogar ab. Ja. Und knack. Panikheim. Ah ja, okay. Das werden Zustands-Items sein. Genau. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt Merkel haben. Und vielleicht Miff... Was? Okay. Wenn es unbedingt ein Satz als Ohren sein soll, dann einmal bitte in Reihe anstellen. Super. Oh. Ist ja schlimmer wie bei Pokémon. Zumindest haben wir ein Gilmon. Yay. Knuddeldino. Super. Damit hätten wir das jetzt auch schon mal geschafft. Ja. Natürlich hat sie auch nicht die Infos. Na klar. Deine Dreistigkeit wieder mich an. Geh mir aus den Augen. Aha. Mach das. So. Tschüss, Gilmon. Und tschüss. Eigentlich können die Digimon einem fast leid tun. Die schnetzeln da ganz schön durch. Und natürlich hat sie die Infos. Ist ja logisch. Jo, wie läuft's? どっちも白だった。え、え、え、スチームリーマンって発火チームが最近見たら、いろんな筋の情報源を持ってんのよ。 Okay. Ich mach mal kurz nur mal ein kleines Mühchen bei mir den Ton lauter. Weil ich gerade sagen muss, es ist etwas leise bei mir. Solange kann ja Erika noch ein bisschen auf den Wahl rumtippen. So. Super. Ich bin echt mal gespannt, was das jetzt ergibt. Ja, wäre schön gewesen, wenn wir uns wenigstens raus teleportieren könnten. Faule Socke. Entschuldigung.
Oh je. Nehmen wir uns mal eben noch ein bisschen Speedhack dazu, dass wir wenigstens halbwegs vorankommen. Und mit Backtracking zurück an den Absender. Ich hole mir nur mal kurz was zu trinken. Ich merke einfach gerade ein wenig, dass ich nicht lange getrunken habe. So. Und dann wollen wir einmal ins Getümmel stürzen. Bin mal gespannt, ob die Digitation wenigstens möglich ist. Verdammt! Moment. Vielleicht kann ich mir die Punkte anderweitig zaubern. Wäre ja zu schön gewesen. Wäre aber auch wirklich zu schön gewesen. Verdammt. Ernsthaft, 6 Punkte! Ah! 6 Punkte. Really? Spiel, please. Aber okay, gehen wir noch einmal vermöbeln. Sechs Punkte. Man beachte, 6 Punkte. Aber zumindest haben wir sie jetzt. Fast. Ja komm, für den Finish hin müssen wir uns jetzt nicht zu sehr übertreiben. Danke. So. Da haben wir wenigstens jetzt die Punkte vollständig. Gabumon ist auf Level 15. Das heißt, wir können jetzt unseren Kuschelwolf schon mal holen. Und ja, natürlich darf er nicht fehlen. In einem Digimon-Spiel muss Garurumon immer dabei sein. Und deswegen einmal nochmal rein ans Telefon und unseren Garurumon digitieren lassen. Digitation, danke.
Ja, das sieht doch aus wie ein Träumchen. Das ist doch ein Traum. Genau, das kann man so lassen. Superb. Und da ist jetzt die Frage der Fragen. Wo führt uns jetzt dieser Weg hier hin? Okay. Da geht's hin. Oha. Und ich befürchte wieder, wir dürfen wieder Wallhacks verteilen. Also wir vermöbeln wieder mal Mauern. Oder besser gesagt, wir stürzen wieder, keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall, die Mauer muss weg. Kann es sein, dass dieses blöde Stück Digitalschrott mehr aushält als, und so? Och, nö! Du kannst Angriffe, setz sie auch ein. Scheibenkleister? Ich habe das Gefühl, gleich gibt es einen Satz heiße Ohren. Ach so! Ja, wenn das so ist. Ja gut. Soll man mal wissen. Kannst du nicht einfach mal angreifen? So. Und tschüss. Geht doch.
Aber bevor ich weitermache, hole ich mir erstmal ein paar Items. Ja, Zeit haben wir noch genug. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen was gucken. Die Dinger habe ich ja wirklich. Also mal schick. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So, Tag. Kann ich irgendwo heilen? Ah, da. Jo, danke. Ding, 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 ding. So. Ich muss jetzt nämlich noch ein bisschen hier umgucken. Und ich hoffe mal, dass ich nicht direkt den... Werde ich meine verborgene Kraft entfesseln? What? Ja. Greif doch mal richtig an! Na gut, ich drücke jetzt mal gerade hier so ein bisschen durch, weil ich würde einfach nur ungern meine SP jedes Mal verbraten, weil so schnell kann ich das Geld nicht wieder einfarmen, wie ich sie sonst rausschmeiße. Und da denke ich einfach mal, Level 9 ist gut. Es ist einfach die bessere und einfachere Möglichkeit, um die Punkte zu sparen. Geht doch. Super, geht doch. Aha. Oh je. Es fällt ihm jetzt Zeiten ein. Okay. Aber Hauptsache, er greift mal Uhrwerk Deluxe an. Autsch. Ja, ich glaube, ich muss doch mal einen normalen Angriff aus, einen richtigen Angriff ausführen. Ups. Ups. Oh. Hey.
Okay. Ich glaube, ich sollte mal eben durchheilen. Oh, oder auch nicht. Finde ich gut, gefällt mir. Oh. Jetzt aber. Geht doch. So. Natürlich nicht zu vergessen, muss ich noch die Speedhacks anschmeißen. Ah, ist drin. Super. Ernsthaft? Wollen wir die jetzt ernsthaft verarschen? Ach komm, scheiß drauf. Wir haben eine Frage für dich. Du hast Potenzial. Einem was? Was ist das denn? Ernsthaft? Es gibt einen neuen Kampf? Hä? Ach, ich muss Punkte... Dominanz, okay. Dominanzkämpfe sind Kämpfe zwischen Hackern im Cyberspace. Jeder Hacker kann Punkte gewinnen, indem er Kontrolle über Hackerbereiche übernimmt. Sieger ist der erste Hacker mit einer bestimmten Punktzahl. Jeder Hacker bewegt sich entsprechend der Zeitleiste rechts. Bei Zügen können sich Hacker zwei Felder bewegen. Bei einem höher gelegenen Feld können sie nur eins bewegen. Oi. Man übernimmt Felder, die man betritt und hält Punkte. Ja gut, das habe ich ja mitbekommen. Ach so, ich muss sie alle selber steuern. Oi. Das Betreten führt zum Kampf. Da können wir halt einen Vorteil. Wir sehen, der umkämpfte Feld betreibt feindliche Hacker. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was das wird. Ach!
keine Items! Ups. Ach du liebe Güte, das hätte man einer auch mal sagen können vorher. Eieiei, das wird lustig. Das könnte gleich lustig werden. Oh Mann. Und einmal auf Gotzumon. Ach! Wie geil ist das denn? Muss ich die denn jetzt auch noch angreifen? LOL? Ich fress einen Besen. Chaka! Oh je. So, damit hätte ich einen Gegner weggeschossen. Ach, und die werden dann wiederbelebt. Ah. Ach, und scheiße, und der ist jetzt ein Vorteil, okay? Ich bin gespannt, okay? Okay. Bitte habe gegen alle! Yes! Chaka! Haha! Perfekt. So, und jetzt kann ich den aber plätten. Genau. Ich glaube, den kann ich aber durchdrücken. Oder? Ja. Rönz. So. Jawohl. Okay. Mist. Dreißig. Fertig. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich genau gemacht habe, aber ich habe gewonnen. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ja, das ist doch einfach schon mal ein Träumchen, sag ich mal so. Und ich habe wenigstens wieder Kohle bekommen. Das ist doch fast noch besser. Ich
Jetzt sei lieber natürlich die ganze Geschichte. Was bedeutet Amok? ja. Warum? Bamko, ihr habt doch ernsthaft den Pub offen. Ihr könnt doch so eine Pub nicht mit diesem Spiel machen, ihr verdammten Pub, 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 Pub. Lasst euch das eine Lehre sein und merkt euch diese Worte. Warum? Kann mir einer erklären, was das für einen Sinn hat? Warum? Na gut. Hält er nur seinen Aktenkoffer oder beschützt er seinen Pap? Was soll das? Die Hacker müssen sich dem Alpha-Hacker gehorchen. Es klingt logisch. Also es ist logisch, dass sie nicht logisch sind. Okay. Okay. Darf ich noch irgendwas annehmen? Darf ich vorher fliehen? Nein? Okay. Ich geh nochmal einkaufen. Na gut, da wir jetzt eh eigentlich alles schon voll haben. Können wir uns auch direkt ins Getümmel stürzen? Nein. Ich
Schade. Okay, gehen wir einfach direkt zu Andernaulun Ebene 2. Und ja, einmal vorher würde ich dann abspeichern, weil, ne, wir haben noch ein paar Minuten. So, dann gucken wir einfach mal hier rein. Sind ja doch schon relativ gut vorangekommen heute. Und nun suchen wir unseren guten Freund Mephisto auf, um ihn ein wenig den Piep zu verhauen. Kannst du nicht durch, geh weiter. Also, wir latschen wieder von A nach B. Daher würde ich sagen, wir nehmen uns erstmal vorher eine Runde Speedhack. Ja, und schon düsen wir doch ein wenig im schnelleren Sauseschritt von A nach B. So, haben wir noch ein schönes Level up abgegriffen. Und ja. Na gut, huschen wir einfach mal durch. Oder verfranzen uns auch. Definitiv nett runter. Dann husche ich einfach mal so durch. Tach! Okay, wenn du meinst. Bin ich echt mal gespannt, wer gleich unser Mr. Unbekannt ist. Oh je. Oder auch nicht. Greif an. Danke, geht doch. Super. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Und sag mal, kann es sein, dass ich falsch abgebogen bin? Bin falsch abgebogen.
Ja, ich bin im, nicht anderen Naulun, sondern Naulun. Oh je. Herr Veit, Herr Vogel, Herr Luftikus. Schalten Sie Ihr Hirn ein, sonst ist schnell Schluss. Das ist ein Träumchen, würde ich mal sagen. Deswegen, naja, haben wir ein bisschen Zeit geschindet und huschen jetzt einmal in den richtigen Weg. Jetzt doof. Oh. Nee, ich muss definitiv einmal durch. Genau, und da ist der... die Hacker-Ebene. Warum ich sie nicht vorlesen? Ganz einfach. Das kennen wir noch aus dem vorherigen Spiel. Und wir brauchen einfach Mauerspalt, um Hackertüren der Ebene 1 zu hacken. Und damit kommen wir nämlich direkt in die nächste Ebene. Ja, und hier erwartet uns gleich Mephisto. Ernsthaft? Willst du echt ein paar auf die Glocke haben? Na gut. Aber auch nur, weil du es bist. Manchmal. Anstatt, dass er einfach angreift. Aber okay. Dauert es halt ein paar Sekunden länger. So. Einmal Medaille nehmen. Hier noch irgendwas? Nein? Okay. Aber hier oben gibt es zwei Sachen. Zum einen eine Tür. Greif bitte an. Danke. Ich glaube, ich muss mein Schild nochmal erneuern. Kann das sein? Ja. Hochsicherheit. Und danke. Den müssen wir wieder herstellen. Und da bin ich mal gespannt, was der jetzt zu sagen hat. Schönes. Nee, Backlog, Fehler, Objektausgabe. I am Error. Tag. Ah!
Geht doch, danke. So finde ich es immer schön, wenn sie mitarbeiten. Ein Traum. Also. So. Muss jetzt gerade mal gucken, was mein Akku gleich sagt vom Handy, weil ich will gleich nochmal schnell rübergehen und im Rewe und mir was zu essen erjagen. Leute, echt Hunger auf Keulen. Die Keule, ich hab Hunger auf Fleisch. So. Einmal noch lecker Item-Kredenzen. Einmal noch ein zweites lecker Item-Kredenzen. Und da wartet auch schon die nächste Dumpfbacke, die von uns auf die Glocke möchte. Boah, ich bin voll in Schwung. Ich nehme es mit jedem auf. Mann! Wat? Wat? Ah, wäre aber auch zu schön gewesen. Na gut, jetzt ist er platt. Ach, das war doch der Weg. Was? Spiel, please. Doch, glaube ich schon. Ich. Ach, guck mal, die kennen wir doch schon, die Masken. Naja, ahnungsloser Bengel ist relativ. Wir kennen den ahnungslosen Bengel. Ernsthaft? Tut mir eigentlich fast leid. Aber muss sein. Satz heiße Ohren. Ernsthaft.
Okay. Ah, das sieht doch schon weitaus besser ab. Okay, also hier müsste ich magische Angriffe nehmen. Na gut. Dann machen wir das auch. Grunz. Und noch einmal große Kopfschmerzen. Und fertig. Und somit... Speicher-Upgrade! Endlich! Was zum... Hat er gerade die Daten seines Digimons aufgenommen? Okay. Also ist er dann doch nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen und wir stehen relativ leer da. Verdammt. Ja, das ist eine Sache, die werden wir dann wohl auch angehen. Vorher aber noch eine kleine Wasserschlacht. Ja. Die haben wir dann wohl für uns entschieden. Und weiter im Text. Also dürfen wir jetzt quasi einmal das komplette Ding aufmischen. Naja gut, warum nicht? Zumindest komme ich etwas schneller voran als ohne Schutz.
Was ist die Truhe noch? Was? Der Angriff auf Norlun? Der Angriff auf Norlun wird lange dauern. Bitte nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir wirklich gleich noch ins große Schlachtengetümmel aus... Alter! Greif an! Ich hoffe jetzt nicht, dass wir gleich noch wirklich einen großen Cyber-War-Krieg reinrutschen. Ich würde gerne drauf verzichten. Geht doch. Guck mal! Ich erinnere mich. Moment. Stimmt, wir haben ja wirklich gegen einen Gromer gekämpft. お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに。どうもこうもねえよ。メフィストさんさんはでも気づいたらどんどん様子がおかしいなと思ってたんだ。でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで。 戦っているうちに突然様子がおかしく。さあな。突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬、奴の背後にデジ、ひょっとしたら、そのせいで奴はおかしくなったのかもしれない。俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れない。ということだ。ああ。 噛み砕いて説明するとだな。エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。 Oh, reden wir jetzt gerade über Gedankenmanipulation? 俺たちの意識はエデンにログインする際にスキャニングされて、精神データとして仮想空間エデンアバターにそのデータがダウンロードされることで、俺たちは現実世界の記憶を引き継いで仮想空精神データはあくまでデータだから、デジモンプログラムの影響を受けることもあるんじゃねえの。でも そんなことありえないと思う。精神データを守っている。そうなんだよな。ま、でもこんなこと、ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼完了。いや、まだザクソンからの依頼は、狩られたアカウントデータの破棄だ。奪わ、メフィストさんの端末情報はコピーしている。奴が他のアカウントをどこにやったの。はいですよ。お前お手。はい。 Hey, Wormon lernt aber extrem schnell dazu, das muss man schon mal sagen. Hut ab. どうした？行くぞ。
Aber inwiefern Satoru Kaya Dingsterbums was mit dem ganzen Wahnsinn zu tun hat, das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. So. Genau. Denn das war's für diese Woche vom Vögelchen. Das heißt, ihr habt quasi es geschafft. Ihr habt mich überlebt. Und meine Stimme hat's auch irgendwie so weit hinbekommen. Ah, Toki ist auch da. Das ist ein Träumchen. Ihr kriegt jetzt aber noch 2 Lieder von mir auf die Ohren. Und ja, ich gehe jetzt erst einmal mir was zu futtern jagen. Danach gibt es mich im Chat. Und Tamara wird just in wenigen Minuten übernehmen mit bis 7 Lacrimosa. Das war's von mir. Ich sage ciao und bin dann mal raus. Vogel aus.